Mantel von der Welt. Und darin geht es um die beiden Wissenschaftler, Karl Friedrich Gauss, Mathematiker und Geodät, und Alexander von Humboldt, Naturforscher. Beide entdecken die Welt auf ihre Art und Weise. Der Mathematiker, der Geodät, vermisst die Welt, geht mit seinem Gerät durch die Welt, zeichnet die Linien und versucht so, sich der Welt anzunähern und sich die Welt zu erschließen. Mein Gedanke für Kunst sowieso ist, jeder Künstler, was er tut, ist das Erschließen der Welt. Alexander von Humboldt, der Naturforscher, so der Gegenpart in dem Buch, geht in die Welt und sucht, geht auf Vulkane, versteckt sich in Höhlen, versucht die Phänomene der Welt sozusagen zu entdecken, nicht zu berechnen, nicht zu analysieren, sondern wirklich als Erlebnis zu entdecken. Und als ich überlegt habe, was mache ich mit dieser Ausstellung, wie eröffne ich diese Ausstellung, war mir irgendwie klar, dass das die Möglichkeit ist, wie ich die beiden von einem Punkt komme. Als wir nämlich gehängt haben hier, haben wir den Raum komplett vermessen. Ich habe die Bilder ja ganz klassisch schon über den Karten vermessen. Und als mich und ich gehängt haben, haben wir die Abstände gemessen und geguckt, wie kann der Raum diese Arbeiten, die doch sehr unterschiedlich sind, überhaupt aufnehmen. Also die Vermessung der Welt, dass sich zu eigen machen der Welt, ist das Thema. Mich meinen, nein, ich fange an mit Kevin B. Kevin B., der seine Arbeiten reduziert, der immer wieder zurückgeht auf den Kreis, das Quadrat, das Dreieck, vor allem hier in der Einheit, das Dreieck. Es ist wie das Fenster zur Welt. Habe ich erordnet, erordnet wie der Kunst die Entstehung der Welt sozusagen, wie er sie für sich empfindet und wie er sie für sich, sich zu erklären versucht. Und in dieser Struktur und in diesem Fenster, was sich öffnet, mit dem Durchblick nach hinten, entstehen Einsichten, Aussichten, Ansichten in und aus der Welt. Die Farbe, die er dazu benutzt, die ja immer im Kontrast steht, immer sehr starke Farbigkeiten, dient ihm dazu sozusagen zur Illustration. Aber ich glaube nicht nur, ich bin überzeugt davon, dass der Ausblick, dieses Zentrieren der Welt in diese Form, ihm tatsächlich hilft und sein Ausdruck ist, diese Welt zu ordnen. Wenn wir jetzt an dem Buch Daniel Kehlmann bleiben, die Vermessung der Welt, ist er Karl Friedrich Gauss. Der auszieht mit dem Blick, mit dem kleineren Blick auf die Welt. Der vermisst und der daraus sich seine Welt sozusagen großartigen, farbenprächtigen, spontanen, sehr spielerischen und lebhaften Arbeiten. Dagegen Misch Feinen, in dem Falle Alexander von Humboldt, der auszieht, die Welt zu entdecken und die Welt neu zu ordnen. Das ist meiner Meinung nach der große Unterschied. Kevin B. ordnet die Welt nach der Struktur, die sich ergibt aus den Quadraten, aus den Rechtecken, aus den Kreisen. Es entsteht eine eigene Welt. Misch Feinen zieht aus, wie Alexander von Humboldt, die Welt anzunehmen, sie zu erleben und daraus dann eine neue Welt wiederum zu schaffen. Ein Material, was er zeichnerisch benutzt, um neue Formen und neue Erlebnisse mit der erforschten Welt, nicht der analysierten Welt, sondern der erforschten Welt zu zeigen. Es entsteht, was er tut, was für mich auch sehr, sehr nicht nur interessant, sondern berührend ist, dass der Stahl seine Schwere verliert. Wenn Sie sich diese Arbeit anschauen, oder diese kleine Arbeit, die hier im Hemd anschauen, wie die hängen, dann hängen sie als Zeichnungen. Sie hängen nicht als Stahlskulpturen, sondern sie hängen als Raumzeichnungen und sie prägen diesen Raum. Sie bleiben nicht bei sich, und das ist der Naturforscher wieder, der auszieht, um zu sammeln sozusagen, sondern sie prägen diesen Raum mit. Und was passiert ist, dass man vergisst, dass es Stahl ist, dass man vergisst, dass es Stahl schwer ist. Und die Zeichnungen innerhalb der Arbeiten, wenn Sie die Arbeiten mal anschauen, ich muss glaube ich nicht viel dazu erzählen, dass es Zeichnungen sind, aber wenn Sie sich die Arbeiten anschauen und sehen, was mit dem Schweißgerät passiert, in dem schweren und massiven Stahl, sind das kleine Einblicke und Durchblicke und Einzelzeichnungen, die Masse
sondern dass es zu dieser Leichtigkeit kommt. Auf die gebrochenen und den Raum zeigen ja, Striche, ich sage jetzt mal Striche, die aber die meist sogar nur Zeichen. Das ist eine Ahnung. Weiß nicht, Zeichen. Diese in den Raum zeigenden Striche, ach, das ist ein Strich. Das bleibt letztendlich ein Strich. Definiert den Raum noch. Ich bin sehr begeistert von dieser Ausstellung, von dem, was hier zu sehen ist. Ich hoffe, Sie können meine Begeisterung ein bisschen spüren. Ich wünsche Kevin und Misch viele weitere Ausstellungen und einen künstlerischen Lebensweg. Ich glaube, das ist bei beiden vorbestimmt. Als ich das Zitat ausgesucht habe für den Kevin, was auf der Postkarte steht, da steht ja tatsächlich, ups, kriegt es jetzt aus dem Kopf zusammen. Und wenn man ein Maler ist, dann muss man eben malen. Und das ist sowas, was ich, das, ich habe mir das natürlich sehr wohl überlegt, warum gerade dieses Zitat von Vincent van Gogh für den Kevin passt. Weil es gibt, glaube ich, keine andere Möglichkeit. Der Ausdruck ist so persönlich und so stark und ohne Frage nach einem anderen Weg, dass es mir so stimmig und sinnvoll erschien, genau dieses Zitat auszusuchen für den Kevin. Bei Misch habe ich gesagt, letztendlich, und ich lasse mich vom Objekt inspirieren. Das Objekt ist in dieser doppelten Art der Skulptur, Skulptur mit Zeichnung, nicht das Objekt, Objekt hier, sondern das Objekt ist tatsächlich die Welt. Und die Abbildung der Welt bei beiden, auf der einen Seite einer wachsenden Position und der anderen Seite einer analysierenden Person, finde ich als Spannungsbogen für so eine Ausstellung sehr, sehr interessant. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass wir hier diese Ausstellung mit euch beiden eröffnen dürfen. Vielen Dank.